Hallo liebe LS-Landwirte, willkommen zurück zum Oldtimer-Projekt auf der Karte Krebach. So, heute wollen wir uns mal mit den Schafen beschäftigen. Ich stehe hier schon vorm Schafstall und wir schauen uns den Stall einfach mal an. Machen wir mal auf. So, also hier sind anscheinend die Tiere drin. Hier haben wir diverse Regale. Wahrscheinlich wird in den Regalen dann die Wolle erscheinen. Ich würde sagen, dann kaufen wir einfach mal ein paar Schafe. Tja, was nehmen wir denn für welche? 25 Stück passen rein. Wir werden nicht 25 machen, sondern vielleicht, naja, mal 20. Bentheimer Landschaf. Das ist noch ein Lamm. Das ist noch 0 Monate alt. Das ist 8 Monate alt. Alpines Steinschaf. 0 oder 8 Monate. Schwarzbraunes Bergschaf. Ich habe mich bisher noch nicht beschäftigt mit Schafen im LS. Also zumindest nicht im LS 22, im 19er schon. Ich glaube, alpine Steinschafe, die passen doch ganz gut auf die Karte hier. Die lassen wir uns auch liefern. Das ist günstiger, als jetzt erst einen Anhänger zu kaufen. Warum kann ich hier eigentlich nicht? Ach so, jetzt kann ich hier plus. Okay. So, ja, machen wir mal 20 Stück. 1000 Euro Gebühr, damit kann ich jetzt leben. Genau, so, wunderbar, Tiere sind da. Ich höre sie auch schon blöken. Alpine Steinschafe. Die brauchen Gras. Hatte ich nicht gelesen, dass die auch mit Heu zufrieden sind? Hier steht, sie fressen Gras und Heu. Gut, dann holen wir mal Heu herzu. Hier arbeitet unser Freund noch weiter. Übrigens habe ich die Pferde inzwischen ausgeritten. Ich habe mich jetzt nicht darauf verlassen, dass der Helfer das noch macht, sondern bin jetzt selber mal eine Runde geritten mit den anderen drei Pferdchen noch. So. Dann setzen wir diesen Traktor mal in Betrieb. Bisschen Heu in unseren Heuballen. Mit dem anderen Traktor, mit dem Porsche Diesel, wäre ich jetzt hier rumgekommen. Mit genau diesem Lenkeinschlag. Mit dem klappt es wieder nicht. Jeder fährt sich ein bisschen anders. So ist es halt. Sind ja kleine handliche Ballen, die kann man bestimmt auch im richtigen Leben rumtragen. Da steht, dass die 15 Kilo wiegen. Das ist für einen durchschnittlichen Bauern kein Problem zu tragen. 300 Liter Heu. Und
Wie gesagt, letztendlich Realismus, ja, hat alles seine Grenzen im Spiel, meiner Meinung nach. Es ist nämlich auch nicht realistisch, dass man alles alleine macht. So, wie viel brauchen wir denn eigentlich? Na gut, wir haben 20 Schafe. Die werden schon ein bisschen was fressen. Machen wir mal den Hänger voll. Da passt auch noch einer rein. Vielleicht können wir auch eine zweite Schicht drauflegen. Das Gras kann man ja. Wir können ja öfters mal Heu machen. So, da brauchen wir jetzt ja nicht sparen mit Heuballen. Ich denke, die Pferde kommen noch eine Weile hin. Da liegen ja auch noch eine ganze Menge Ballen. Und ich denke, ich glaube, alle 3 Monate oder so kann man wieder Gras machen. Vielleicht sogar eher, dann hat man zwar nicht den vollen Ertrag, aber dafür eine Ernte mehr. Das muss ich mir nochmal angucken, wie das dann genau aussieht. Beobachten wir es einfach. So, sehen wir mal auf. Gucken wir mal. Ja, die Traktoren brauchen immer eine Weile, die alten, bis man die angesetzt hat. Deswegen würde man im richtigen Leben wahrscheinlich den Motor laufen lassen. Aber wir wurden ja dazu angehalten, Energie zu sparen. Auch Kraftstoff zu sparen. So dass ich schon schaue, dass man den Motor auch ausmacht. So, wo kommen wir jetzt eigentlich hin? Hier lang. Schafe. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Sind sie doch ganz gut versorgt. Aber wahrscheinlich kriegen die nicht 100% Effektivität, wenn ich sie mit Heu füttere. Egal. Jetzt habe ich nichts anderes. Beim nächsten Mal können sie ja dann Gras kriegen. Wo müssen die jetzt eigentlich hin? Schau, jetzt sind sie doch. Ja, jetzt sieht's doch gut aus. Die Produktivität, da müssen wir wahrscheinlich noch ein bisschen warten. Wie sieht's denn bei den Pferden aus? Gesundheit 10%, Fitness. Ist sogar eine tolle Wendeschleife. Eigentlich 20 Schafe, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Sehe ich jetzt hier auf die Schnelle, wenn ich richtig gezählt habe. Und vielleicht ist das ein oder andere im Stall drin.
coole Sache, diese Wendeschleife, die gefällt mir. Wie mir überhaupt sehr vieles auf dieser Karte gefällt. Ich mag die Karte. Die ist einfach so der Gegenentwurf zur Wild West. Oder zu anderen riesigen Karten, zur Marsch. Klein und gemütlich. Nichts gegen die Wild West oder die Marsch oder andere Karten. Ich spiele auch große Karten. Ich spiele von allem mal was. Das Einzige, was nicht so mein Ding ist, ist meine Forstwirtschaft. Bin ich nicht so der Fan von. So. Dann werden wir mal den Traktor wieder hier abstellen. Ich muss mal was schauen, was ich eigentlich besitze. Wir besitzen noch ein bisschen Hafer. Okay. Kein Weizen, keine Gerste. Stroh besitze ich. Heu, das zählt nicht, aber ich habe Heu. Könnte natürlich auch drüber nachdenken, mal Heu zu verkaufen. Was würden wir denn dafür kriegen? Wo war das Heu jetzt? Hier unten irgendwo? Da. Na gut, das ist jetzt nicht so der Brüller. 93 Euro für 1000 Liter Heu. Ich weiß nicht, wie viel wir haben, aber sagen wir, 3 Ballen sind 900 Liter. Lass es, wenn es 30 Ballen sind. Vielleicht sind es 30 Ballen. Dann hätten wir 9000 Liter. Also, dann könnt ihr ausrechnen, was wir da kriegen. Da kriegen wir noch nicht mal einen Tausender. So, ich hatte ja auch überlegt, Hühner zu machen. Aber für Hühner habe ich noch kein Futter. Deswegen komme ich wieder auf diese Karte zurück. Zu der Überlegung, kaufen wir noch ein Feld, ja oder nein? Also eins ist klar. Auf den Feldern 4 und 5 werden Weizen und Gerste angebaut. Auf dem Feld 14 mache ich Hafer. So, und dann ist die Frage, was wir noch machen könnten. Was haben wir denn eigentlich noch hier stehen? Wir haben noch ein Feld mit Sojabohnen, das Feld 13. Das ist sogar gedüngt und gekalkt. Wenn ich mir das kaufen würde, hätte ich da einen gewissen Ertrag. Die Sojabohnen, die sind im Oktober oder November erntereif. Kann ich mir also noch überlegen, ob ich das Feld 13 kaufe. Das würde kosten 48.600. Das würde ganz gut in mein Budget passen. Was ist denn mit dem Feld 22 eigentlich? Ist das eine Wiese? Ja, das ist auch eine Wiese. So, was hätten wir denn noch hier zu bieten? Zuckerrüben fällt aus. Kann ich nicht ernten. Die hier oben, da ist eh nichts mehr drauf. Die sind alle abgeerntet. Und dann hier unten, die 17, 18, 19, 20. Da ist Mais drauf, Sonnenblumen und wieder Zuckerrüben. Ich glaube, Mais und Sonnenblumen kann ich jetzt auch nicht wirklich gebrauchen. Also wäre wohl das Feld 13, das, was ich mir anlachen könnte. Und wisst ihr was? Ich gehe es mir mal anschauen. Und dann lache ich es mir vielleicht auch an. Ich will halt mal gucken, nicht dass da lauter Unkraut drauf ist. So, jetzt bringen wir hier über den Zaun. Das müsste das hier sein. Ich glaube, das sieht gar nicht so schlecht aus. Ertragsbonus 98% steht hier. Dann
ist das jetzt mein Feld. Felder, die schon erntereif sind, oder ja, sind noch nicht erntereif, aber die sind fertig bestellt und gedüngt. Die sind ja immer am sinnvollsten zu kaufen. Kaufen wir das mal. So. So langsam erweitern wir unsere Ländereien. Die Frage ist auch, ob wir nicht noch eine Wiese kaufen wollen für 23.000 läppische Euronen. Wiese 24. Naja. Nee. Jetzt würde ich sagen, der hier ist auch bald fertig. Den lasse ich jetzt noch fertig machen. Und dann ist, glaube ich, Feierabend für heute. Dann reicht's. Machen wir am nächsten Morgen weiter. Wir können noch mal nach dem Gewächshaus schauen. Wasser hat's noch. Ein paar Tomaten, Salat und Erdbeeren hat es auch schon produziert, aber natürlich sehr bescheiden. Sehr, sehr bescheiden. Da kriegt man noch keine Reichtümer raus. So, wenn wir hier Futter mischen wollen, Mischration, brauchen wir Silage, Heu, Mineral, Futter, Stroh. Und für Schweinefutter brauchen wir Häckselgut, Kartoffeln und Zuckerrüben. Also von Kühen und Schweinen sind wir noch weit entfernt. Wir haben jetzt Pferde und Schafe. Hühner müssen wir warten, bis wir Weizen haben. Das heißt, das wird frühestens im Sommer nächsten Jahres. Also den Weizen, den können wir quasi in der nächsten Folge vielleicht, nächste, übernächste Folge, werden wir dann mal Weizen und Gerste sehen. Im September. Dann haben wir im Juni. Haben wir dann Gerste zum Ernten. Und am Juni, also im Juni, sobald wir die Gerste haben, können wir dann auch Hühner uns anschaffen. Also der Plan ist, ich habe jetzt vier Felder: Weizen, Gerste, Hafer und dann werden wir noch Sorghumhirse machen. Das können die Hühner auch gebrauchen. So, in diesem Sinne, wenn euch die Folgen gefallen, das Projekt mögt, lasst gerne mal einen Kommentar da, schreibt, was wir noch machen können. Oder wenn ihr schöne Oldtimer-Mods irgendwo kennt, gesehen habt, dann lasst es mich auch wissen. Ich bin noch auf der Suche nach schönen. Zu Traktoren habe ich eigentlich einige gefunden schon, aber andere Sachen, Anbaugeräte und vor allem ja, Kartoffeln, Zuckerrüben, Sämaschinen dafür und Geräte. So, also wie gesagt, wir sehen uns am nächsten Morgen wieder. Ich mache jetzt für heute Feierabend hier für den heutigen Ingame-Tag und dann am nächsten Morgen gibt es die nächste Folge. Bis dahin, tschüss.